Hey, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und lieben Dank für eure Zuschriften. Habe ich mich echt drüber gefreut. Speziell ging es da um das Montis. Mich haben einige gefragt: Ja, Matze, wie bist du denn jetzt aktuell unterwegs? Und hast du noch mal was geändert? Wie zufrieden bist du? Und ich mache gleich meine Abendrunde. Und da nehme ich euch gerne mit. Da können wir ein bisschen quatschen unterwegs und ein bisschen die Natur natürlich genießen. Und vorab zeige ich mal, wie ich jetzt damit unterwegs bin. So, ganz kurz, also Johnny Watts habe ich nachgerüstet und bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Bin dann wieder, ich habe ja hinten den Gepäckträger gehabt, wisst ihr ja, habe ich abgebaut und habe das Rad praktisch wieder clean gemacht. Das ist jetzt nur, es beginnt ja auch bald wieder die Schlechtwetterperiode und dann will man ja doch ein bisschen trockenen Hintern haben. Daher habe ich mich wieder für die Fischer entschieden, weil die einfach so ultra leicht anzubauen sind und ruckzuck das Bike nackig ist und natürlich umgedreht genauso. Das gleiche gilt für vorne, da ist dann hier ein Hebel, den mache ich runter, einen Zupp, ziehe ich runter. Ja, und das funktioniert sehr, sehr gut. Nach wie vor das Alarmschloss am Start, dann hier die Contact, die Parallelo, bin ich auch bis jetzt echt sehr zufrieden. Ja, dann hier hat sich nichts groß getan, habe mir den Vorbau ein Stück nach oben geholt, hätte ich bald gesagt, der ist ein Stück kürzer und ja, bin damit auch sehr zufrieden. Dann nutze ich natürlich nach wie vor die eConnect-App mit Google-Navigation, funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja, Display, akkutechnisch, leistungstechnisch bei Montis, das wisst ihr, das Ding geht richtig gut. Und ja, ansonsten seht ihr, habe ich noch hier die Stabbremsleuchte mit Schnellverschluss, kann man auch ruckzuck zurückrüsten. Und, aber ich würde jetzt sagen, wir fahren mal eine Runde und dann erzähle ich euch bis jetzt so ein bisschen was über meine Eindrücke. So, da wären wir auch unterwegs. Was hier passiert? Hey, hey, hey. Ah, jetzt geht's. Ach ja, nicht zu vergessen, hier vorne habe ich die Büchel dran. Ahead. Und was gibt Schöneres abends dann nochmal, so wie heute, wenn das Wetter wieder passt, eine schöne Runde zu drehen. Das ist immer Entspannung pur, das könnt ihr mir glauben. Und ja, ich glaube, die meisten hier, die wissen das. Ihr seid ja alle selber halt mit dem Bike unterwegs. Ja, wie gesagt, zurzeit bin ich damit so unterwegs und der Spritzschutzset war für mich jetzt die beste Option, weil ich dann doch gemerkt habe, wenn ich mal ein bisschen mehr Gelände fahren wollte, dann das andere ja dafür nicht so geeignet ist, halt sprich Gepäckträger. Das kannst du dann halt machen, wenn du Touren machst oder nehmen dann das Leo. Ja. Und von daher habe ich dann mich erstmal wieder von den Gedanken verabschiedet und habe Gepäckträger, Schutzbleche erstmal wieder abgebaut, obwohl es optisch schon sehr, sehr cool aussah, fand ich. Ja, also wie gesagt, ich möchte da mal jetzt drauf eingehen, was einige von euch mich gefragt hatten. Also erst einmal, ja, mit der eConnect-App bin ich eigentlich, wenn ich mit der Montis fahre, grundsätzlich unterwegs und ist immer mit am Start. Ich habe bis dato auch keine Probleme damit. Und hier erkennt man ganz klar, dass auch gut Regen runterkam, die Wiese ist schön grün. Das sah hier auch schon mal anders aus. Ja, zu der Bereifung fangen wir jetzt mal so rum an. War für mich eben halt ausschlaggebend, weil ich auch relativ viel Radweg fahre und Straße.
dass ich einen Reifen habe, der, und jetzt guckt euch das hier an, ey, alter Falter, jetzt müssen wir aber mal, jetzt wird es, ja, da gehe ich mal in Boost. Dann wollen wir doch mal mir mitnehmen. Eieiei. Oh, da war bald zu dolle, ey, da hat er richtig Feuer. ja, das war's dann mit den Schuhen heute. Und dafür sind natürlich dann so ein Spritzschutzset, habt ihr eben gesehen, schon eine feine Sache. Ja, wie gesagt, ist halt geländetauglich und auch straßenfähig, sehr leise. Genauso hier wie der Brose-Motor, der echt, wenn ich jetzt an meinen Boost gehe, einen aus dem Sattel reißt hier. Aber der läuft schon gut. Es macht richtig Spaß. Ja, und das ist eben halt so das Thema wie jetzt, wenn du dann doch mal Gelände hast oder auch mal richtig Schlamm, dann ist schon schön, wenn du so ein bisschen Schutz hast und nicht gleich aussiehst wie, obwohl das ja natürlich auch gewollt ist, ne, wenn man mit dem MTB unterwegs ist. Ja, Ausfälle hatte ich bis heute keine. Ich werde auch noch mal zu dem Bike hier gegebenenfalls, wenn ich 3000 Kilometer runter habe, mal ein Review noch mal machen. Über Teile oder Belege oder Kette, was ich gebraucht habe. Das werdet ihr dann in Bild und Ton von mir bekommen. Entschuldigung, dass ich immer ein bisschen Pausen lasse, aber ja, ich genieße das hier auch halt. Bald wird es wieder kälter werden. Und ich meine, jede Jahreszeit hat ihren Reiz, aber ich finde schon, dass das mit die schönste Zeit ist zum Fahren. Ja, also definitiv, Reifen hatten wir, Spritzschutzset habe ich euch jetzt ausführlich erklärt, warum, wieso. E-Connect App funktioniert bei mir ohne Ausfälle. Ich hatte ab und an mal, dass er mal nicht sofort den Punkt gefunden hatte. Aber das war dann auch so 2-3 Minuten. Und dann lief die Kiste. So, jetzt gucken wir mal. Das möchte ich ja jetzt doch mal kurz sehen. Ne, jetzt sieht man das ganz gut, wie schlammig das war, aber trotzdem, da hängt ein Dicker dran, aber da ist auch Lackschutzfolie drauf, das ist nicht schlimm. Das waren ja nun doch ganz schön Brocken, aber so halbwegs habe ich hier nichts abbekommen. Also ist schon eine feine Sache, sonst wäre der Hintern jetzt schon wahrscheinlich voll gespritzt. Wie gesagt, gehört natürlich auch irgendwo dazu, aber es muss ja nicht immer sein. So, jetzt fahre ich mal ein bisschen schneller, dass ich hier die Knöterichs, die Knete lose. Oh, geil. Und wir fahren hier weiter. Ja, der Brose-Motor, also das BMS-System geht also trotz der 504 Wattstunden. Reichweitencheck hatte ich schon gemacht. Geht eigentlich sehr, sehr gut mit dem Akku um. Auch keine Probleme bis jetzt oder dass irgendwie ein Ausfall war. Immer auf dem Punkt da der Motor und deswegen mag ich den ja auch so. Super laufleise. Wie ich finde, hier klasse ins Bike integriert. Und hört mal das Geräusch. Das heißt, wir sind wieder unterwegs. Sehr schön. Meine Fratze brauche ich hier immer nicht filmen. Ich mag die Einstellung hier so,
wenn wir hier so ein bisschen erzählen können. Ich freue mich natürlich auch auf eure Kommentare. Ja, dann geht es weiter mit der Parallelo. Also ich bin da bis jetzt super zufrieden mit. Hat ein bisschen gedauert, bis man da wirklich seine Einstellung gefunden hat. Aber wenn man sie gefunden hat, gibt so viele Hersteller, die Parallelo tolle Sachen da machen. Aber ich bin mit der hier echt super zufrieden. Zur Schaltung kann ich nur sagen, ich habe die jetzt zweimal in der ganzen Zeit nachgestellt. Ganz bisschen nur hier oben. Ich brauchte noch nicht mal unten irgendwas Spannung oder so groß verändern. Also die läuft echt gut hier, die 1x12. Und ja, lässt sich butterweich schalten und hat auch bis heute noch nicht versagt. Zur Sitzgeometrie hier bei Montes. Ich hatte ja neulich mal den Vergleich da mit Markus gemacht. Und ja, der 51er Arm, das siehst du halt, da ist schon der Motor auch ganz anders angeordnet. Für mich hier, ich habe fast mein Bein durchgestreckt, wobei ich es jetzt komplett verhindere, dass es ganz durchgedrückt ist, bekommt mir irgendwie besser. Und ja, du hast eben hier ein cooles Gefühl drauf, mega halt. Zu Race Face hier, zu dem Lenker und zu den Ergon-Griffen, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Einfach top. Macht Spaß. Schon das Bike, wenn du drauf sitzt, anzufassen, das ist schon, ja, mir persönlich, kann ich immer nur meine Meinung sagen, bin ich super happy mit. Und da hat ja jeder seine Vorlieben und mit was er unterwegs sein möchte. Ich bin damit unterwegs und ja, für mich einfach nur top. Jo, ich bin hier im Tourmodus unterwegs. Akku hat 96%. Auch der schwächelt bis heute noch nicht. Die RockShox. Ja, es gibt immer noch höherwertigere Sachen, die dann auch natürlich dementsprechend kosten. Aber was hier verbaut ist, also ich habe es auch gut eingestellt. Sack, alles passt. Ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich dann auch das umdrehen kann. Je nach Gelände. Hier kommt mir mal einer entgegen. Ja, zum Lack. Da hat ja, glaube ich, der Marvin geschrieben, wie empfindlich der ist. Also ihr kennt mich ja, ich bin ja nun wirklich Putzmeister und probiere immer mein Bike im Neuzustand zu halten. Das lohnt sich ja dann auch immer, auch wenn man dann mal wieder verkaufen möchte. Also auch bis dahin, ja, wie gesagt, das schauen wir uns dann alles mal ein bisschen später an, wenn das Bike noch mehr Kilometer runter hat, dass man da sich auch mal ein richtiges Urteil bilden kann. Vorher macht das dann alles, wie ich finde, keinen richtigen Sinn. Die Inspektion, das hattet ihr ja gesehen. Ich habe auch ein Video drüber gemacht. Die anderen Inspektionen, die mache ich jetzt dann selber, wenn die ansteht. Was nur toll wäre, bis jetzt habe ich darüber noch nichts gehört. Vielleicht habt ihr da mehr gehört, dass man den Brose auch über die eConnect-App updaten könnte. Das wäre ein richtiger Wurf. Ja, aber ob das kommt, keine Ahnung. War ja mal im Gespräch, soweit ich das mitbekommen hatte. Und das wäre schon eine schöne Sache, dass man das über die eConnect-App die Software-Updates machen könnte für den Brose.
Bei Barfunk, bei einigen Modellen geht das ja. Naja. Oh, man muss auch mal ein bisschen leisten hier. Ja, Luftdruck bin ich unterwegs. Vorne wie hinten 2,4 momentan. Kommt immer drauf an, wo ich mich befinde oder was ich für Strecken fahre. Und dann mache ich mir kurzfristig, ändere ich das vielleicht nochmal und los geht's. Ja, was auch cool ist, Schnellspanner vorne wie hinten hier verbaut. Jetzt wird's rubbelig. Oh. Und das ist das, ja, einfach nur herrlich, nämlich nichts. Man hört nichts, den schönen Wald hier, ein paar Vöglein, die hier zwitschern und ja, hier kann man wirklich richtig gut abschalten. Ha, das macht einfach nur Laune, E-Bike zu fahren. Natürlich auch mit dem normalen Fahrrad, jeder wie er mag, aber nun ist das hier unsere Leidenschaft. Ja, die neuen Modelle würden mich auch mal interessieren. Aber naja. Natürlich, umso weniger Luft hier in den Reifen ist, umso höher ist natürlich auch der Rollwiderstand. Aber eben halt, gerade wenn du hier so unterwegs bist, ist das schon, ja, als wenn du hier mit 3,5 Bar durchnagelst. Nee, 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 das geht nicht. Ich wollte halt mal so ein kleines Update geben und freue mich natürlich, wenn ihr mir da noch schreibt und fragt. Bis heute auch nichts hier am Klappern. Na gut, die Zeit wird zeigen, wie sich das alles entwickelt, und ich werde darüber mit Sicherheit berichten. War einmal ein Fully, da warte ich jetzt noch auf andere Reifen. Und ja, da kommt da auch wieder was zu. Jetzt bin ich nur mein Eco unterwegs und dann dürfte man eigentlich den Motor schon gar nicht mehr hören. Es sei denn, das Mikrofon, das ist schon sehr, sehr empfindlich hier, das DJI, was ich habe. Aber ich glaube, das macht einen richtig guten Job überhaupt. Ich bin ja hier mit der DJI Action 3 unterwegs, gibt da jetzt schon die Vierer. Aber da bin ich jetzt raus, ich bin super zufrieden, so wie es ist. Und ja, ich bin auch immer in diesem normalen Rocksteady-Modus unterwegs. Das reicht vollkommen aus. Wenn man da zu dolle stabilisiert, dann sieht das irgendwie nicht mehr, ja, so toll aus. Ja, das war auf jeden Fall hier so ein kleines Update mal und wollte euch
meine Eindrücke davon schildern. Ich muss jetzt noch ein bisschen was schrauben. Aber das seht ihr dann auch in dem nächsten Video. Ja, dann passt alle auf euch auf. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und tschüss.